Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns hier heute versammelt, weil wir haben Sauwetter, aber ist gar kein Problem, denn ich habe endlich einen Dirtsuit. Ich habe es ja schon oft in die Kommentare geschrieben oder ihr habt gesagt, hey, hol dir das und das und das und das. Und wir haben den einen oder anderen ja auch schon getestet. Nicht vor Kamera, sondern einfach nur für die Michi. Aber heute dürfen wir was ganz Besonderes testen. Und zwar, danke an Dirtly, denn wir dürfen heute, bevor herauskommt sogar, den neuen SFD Dirtsuit von Dirtly testen. Und die haben mir noch so ein anderes Hemdchen dazu getan, was wir auch mal abchecken werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden jetzt erstmal gemeinsam das Paket öffnen. So, hier oben haben wir schon direkt das Base-Tee. Ich finde ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool verpackt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Dirtly auch solche Sachen macht. Also das ist jetzt so ein Ding für unten drunter. Werden wir natürlich gleich auch alles einmal anprobieren und natürlich dann gebührend auf den Trails testen. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich habe ja nämlich, wir waren nämlich ganz klug. Und zwar habe ich direkt zwei geschickt bekommen. Einen davon schicke ich zurück, weil einmal ist der jetzt in L und einmal in M. Ich werde auch beide einfach anprobieren, denke ich. Denn dann wisst ihr auch, wie sich das vielleicht unterscheidet. Ich bin 1,79 groß. Ja, wie schwer bin ich im Moment? 85, 86 Kilo auf dem Dreh. Ganz wichtig natürlich auch die Sticker immer safen. So, hier ist der zweite. So, wir packen jetzt mal einen kurz aus und dann gucken wir mal. Das ist der in L. Ich tippe ja darauf tatsächlich, dass der in L mir eher passt. Hier, SFD Edition Grey Turk. Wenn das Video jetzt online kommt, dann sollte auch der Dirtsuit im Store verfügbar sein. Das heißt, wenn der euch zusagt, könnt ihr später einfach den Link in der Videobeschreibung gucken, zum Store gehen und zuschlagen. Boah, der sieht aber jetzt schon riesig aus in L. Ich glaube, ich probiere M an. Aber egal, ich werde beides anprobieren. Ich probiere jetzt mal den L an. Ich hoffe, ich kriege das wieder so zusammengelegt, dass es da reinpasst. Ne? Ich glaube tatsächlich, M würde, passt mir wahrscheinlich eher. Ich ein bisschen ordentlich machen. Oh, wobei. L, jetzt brauche ich gar nicht. Ja, ist halt schon ein bisschen weit. Ne? Hat halt hier diese Dinger, um das enger zu schneiden. Ne? Die Mountainbike-Hosen, wie man so kennt. Man kann auch die Beine hier unten abnehmen, dann hat man eine kurze Hose. Das gleiche tatsächlich kann man sogar an den Armen auch machen. Das heißt, man hat fast drei verschiedene Möglichkeiten. Und, was ich halt auch gut finde, ordentliche Taschen, ne? Wo man dann Akkus reintun kann von der GoPro und so weiter. Hier kann man es enger schneiden. Aber ich glaube tatsächlich, dass der M mir eher passt. Es spannt jetzt schon ganz gut hier hinten, ne? Ja Leute, ich bin hin und her gerissen. Ich glaube so rein optisch sieht der besser aus. Aber auf der Sicherheit, hier ist halt auch viel Spannung drauf, ne? Ja, ich glaube es wird der L, Leute. Auch wenn ich mich damit ein bisschen gedingst fühle. Ich muss den halt dann hier enger schneiden, ne? Aber an den Beinen ist angenehmer, am Po ist angenehmer. Hier am Rücken spannt das nicht. Also ohne Protektoren, wenn ihr nicht viel mit Protektoren fahrt, reicht wahrscheinlich eine normale Größe. Also ich hätte jetzt eigentlich M getragen, aber mit Protektoren drunter, glaube ich, eine Nummer größer ist nicht verkehrt.
Ist halt hier ein bisschen weit, aber ich denke mir halt so, ey, lieber ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, anstatt ja, so eng eingepackt. Ich werde den in L nehmen, weil ich mich einfach da ein bisschen freier drin fühle. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Protektoren ihr wirklich fahrt. Ne? Ich fahre halt meistens tatsächlich mit allem drum und dran. Allerhöchstens ziehe ich meinen Rucksack an statt Brustprotektor. Aber das stört, glaube ich, nicht so. Und dadurch, dass man das hier noch so ein bisschen enger schneiden kann und an den Armen auch, ist es kein Problem und finde, es sieht auch nicht mehr so groß aus. Der andere ist eher so ein Ding, so maßgeschneidert mäßig. Aber ich fühle mich auf jeden Fall mit dem Eller wohler. Das heißt, wenn du so 1,79 groß bist, 85, 86 Kilo schwer, dann wahrscheinlich für dich auch eher L. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt komplett ready. Protektoren sind ja schon an. Und dann geht es natürlich noch in den Wald, weil ich möchte auf jeden Fall testen, wie es ja beim Wetter aussieht, ob da was durchkommt. Aber ich bezweifle, dass da irgendwie was nass wird. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt testen, gehe eine Runde Rad fahren und ja, nehme euch natürlich mit. Ich würde sagen, der perlt hier wunderbar ab gerade. Ich habe jetzt auch drunter nur ein T-Shirt und so eine Adidas Tights und das war's. Weil ich mir dachte, ey, so kalt ist auch nicht. Ich glaube, wir haben 5, 6 Grad oder so. Okay Leute, wir müssen den Ride auf jeden Fall beenden. Ich habe gar keinen Druckpunkt mehr rechts. Boah, es wird immer mehr Wasser hier. Null Druckpunkt mehr, echt weg. Und ich glaube nicht, dass der Belag so runter ist, weil den habe ich relativ frisch erst gewechselt. Das heißt, wir rollen jetzt hier ganz langsam runter. Oh. Dann im nächsten Video, vielleicht probiere ich mich da am Bremse entlüften. So Leute, ich sehe aus wie Sau, so muss es doch sein. Allerdings haben wir uns jetzt schon, beziehungsweise ich mich mit dem Schlauch einmal abgespritzt. Ja, so sieht das jetzt aus. Und ich bin echt gespannt, ich wollte das mit euch zusammen machen. Ich weiß nicht, also bis auf Schwitzen natürlich
ist aber alles trocken geblieben. Und meine Schuhe, die, da müssen wir nicht drüber reden gerade. Da schwimmt es einfach nur drin. Ich kann jetzt hier die Socken entfernen. Ja, aber sieht gut aus. So, alles öffnen hier. Ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass ich das regelmäßig neu imprägnieren muss, weil am Anfang perlt das Wasser wirklich krass ab. Jetzt ist hier an den, da ist eigentlich nichts durchgekommen, hier so minimal. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es Schweiß ist oder Regen. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin happy, jetzt so einen Dirtsuit zu haben. Weil ja, mit meinen normalen Sportregenjacke und so, womit ich gefahren bin, das war ja langsam kein Zustand mehr. Yes, wie gesagt, wenn ihr das mal abchecken wollt, ich denke, die meisten kennen Dirtly sowieso. Link unten in der Videobeschreibung zum neuen Dirtsuit 2023. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns bald in den nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Boah, du hast einen Arsch wie J-Lo gerade. Ach, danke. Ja, warum willst du das auch einfach? Scheiße.